Moin Leute, über 100.000 Leute haben unsere Petition zur Vereinfachung von Balkonsolaranlagen unterschrieben. Und am 8.5. war es dann tatsächlich soweit. Christian Ofenhäusl und ich wurden nach Berlin eingeladen, um vor dem Petitionsausschuss beim Bundestag vorzutragen. Und genau das haben wir auch getan. Und soweit wir das richtig gezählt haben, waren wir tatsächlich in den Top 10 der stärksten Bundestagspetitionen ever. Und das muss doch irgendwie was bedeuten, finde ich. Heute will ich euch eine kurze Zusammenfassung der Sitzung geben, und zwar so ein bisschen mit witzigen Background-Infos und so weiter, also auch wie wir das so gesehen haben, denn das war teilweise ein bisschen anders, als es da aussah. Denn sonst ist diese trockene Sitzung, glaube ich, ziemlich langweilig. Obwohl das alles sehr positiv war und wir, soweit ich das bisher beurteilen konnte, sogar was erreicht haben, kam ich am Ende doch mit einem sehr negativen Gefühl nach Hause. Das mag euch sicherlich verwundern, besonders für die Leute, die das so mitverfolgt haben, aber ja, ich muss sagen, mein Ausflug in die Politik und diesen ganzen Aktivismus in diese Richtung, der ist für mich tatsächlich erstmal beendet. Warum? Dafür gibt es tatsächlich mehrere Gründe, also für meine Entscheidung, und davon sind ein paar persönlicher Natur. Das heißt, diese Folge heute ist so ein bisschen ein Stück weit auch eine Verarbeitung der ganzen Geschehnisse für mich, und ich werde euch das alles total offen und ehrlich erzählen, alles was passiert ist, und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild darüber machen. Okay, aber zuerst die Highlights der Sitzung, also fangen wir mal ein bisschen Spaß an, bevor es dann ernst wird. Also als erstes das allerwichtigste Thema, warum habe ich keine Kappe getragen? Ja? Denn es kamen echt so Fragen wie, wer ist denn der Typ da? Oder nette Dinge wie, mich macht die Frisur fertig, Haare ab und gut. Kurze Antwort darauf, weil ich von dem Sicherheitsmann darum gebeten wurde und nein, meine Haare bleiben dran. So viel dazu. So, wer sitzt jetzt eigentlich alles da? Also fangen wir jetzt mal mit der Sitzung an. Das ist eigentlich relativ einfach. Das sind im Prinzip so drei Gruppen, die ihr euch da vorstellen könnt. Das erste ist halt quasi der Regierungsvertreter. Das war dann der parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel, also der beim BMWK unter Minister Habeck arbeitet. Und schade war, dass jetzt von der Regierungsseite nicht auch das FDP-geführte Justizministerium da war, denn hier erwarteten wir eigentlich die größten Hürden und das wäre natürlich schön gewesen, mit denen zu reden. Das zweite waren dann die Parlamentarier, also quasi sind da auch in dieser Runde alle Parteien des Bundestags vertreten, also die Linken, die Grünen, die SPD, CDU, CSU, die AfD und die FDP. Und die dritte Gruppe, das sind dann wir, also der Hauptpetent, das war ich und meine Begleitung Christian Ofenhäusle. Die gesamte Sitzung könnt ihr hier finden, da ist der Link. Ich zeige euch jetzt mal so die interessantesten Part aus meiner persönlichen Sicht und fangen wir dann erstmal mit der Eingangsrede an, denn das war, glaube ich, relativ wichtig. Hört es euch mal an oder überspringt es, wenn ihr Lust habt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich möchte Sie erstmal alle ganz herzlich begrüßen und die folgenden 5 Minuten nutzen, um Sie an meinen persönlichen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ich habe vor circa 3 Jahren angefangen, YouTube-Videos über das Thema bezahlbare Energiewende zu machen. Dabei geht es zum Beispiel um günstige Luft-Luft-Wärmepumpen oder günstige PV-Anlagen, welche Lösungen es da halt für die Bürger gibt. Alles als Eigenexperiment und das neben meiner eigentlichen Arbeit als Wissenschaftler. Inzwischen werden meine Videos tatsächlich von 1,5 Millionen Menschen pro Monat geguckt. Und es ist halt eine sehr, sehr große Community entstanden aus dieser ganzen Geschichte, wie auch diese Petition mit über 100.000 Unterschriften. Das Ganze war in Kooperation mit Klimaschutz im Bundestag, mit dem Verein Balkonsolar, mit den Plattformen machteinstrom.de, wo auch Herr Ofenhäusle mich heute hier begleitet, und eigenenergiewende.de sowie vielen anderen. Wir werden auch unterstützt von Scientists for Future, zum Beispiel Professorin Claudia Kempfert, Professor Volker Quaschning, Professor Bruno Burger und auch Professor Krauter sind Unterstützer unserer Petition. Warum sind die von uns vorgeschlagenen Vereinfachungen eigentlich so wichtig? Tatsächlich ist es so, dass einerseits natürlich die erzeugte Energie für uns sehr, sehr wichtig ist oder die wir natürlich nicht verschenken möchten. Es ist aber tatsächlich gar nicht der Hauptpunkt, den wir sehen. Der Hauptpunkt sind 4 Punkte, die wir für wichtiger halten. Der erste Punkt ist einfach, dass es eine vertrauensbildende Maßnahme ist für die erneuerbaren Energien. Ich sehe es halt wirklich selbst immer wieder. Also sie werden wirklich den härtesten Klimawandelskeptiker damit überzeugen, wenn er sieht, dass sich sein Zählhand nicht mehr dreht. Also das ist irgendwas, was ich immer wieder sehe. Die Leute freuen sich dann einfach. Da geht wirklich das Herz auf. Für viele ist es einfach ein Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit und einfach etwas gegen diese hohen Strompreise, die wir momentan haben, auch dem etwas entgegensetzen zu können.
Also was ich damit abschließend sagen möchte für den ersten Punkt ist, Sie werden keine bessere Maßnahme finden, um die Menschen von erneuerbaren Energien zu überzeugen. Der zweite Punkt, dass es für viele ein Einstieg in die erneuerbaren Energien ist. Neben Mietwohnungen haben Balkonkraftwerke natürlich auch positive Effekte auf Eigenheimbesitzer. Versetzen Sie sich einfach in die Lage eines Eigenheimbesitzers. Zum Beispiel, ich selber kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Man hat gerade ein Haus gekauft, vielleicht einen sehr hohen Kredit am Laufen und es hat natürlich möglicherweise Interesse an PV, aber es ist einfach eine große Hürde, weil es sehr teuer ist. Man muss möglicherweise wieder einen Kredit aufnehmen und das macht die Sache ein bisschen schwer. Da können Sie sich vorstellen, wenn Sie sich ein Balkonkraftwerk erstmal zum Ausprobieren holen können für 600 Euro, dann ist das auf jeden Fall eine ganz feine Sache. Der dritte Punkt ist, dass wir denken, dass das Ganze auch zu freiwilligen Verhaltensänderungen führen wird. Neben Mietwohnungen haben Balkonkraftwerke, wer selber seinen Strom erzeugt, ist halt auch beim Verbrauch achtsamer, programmiert zum Beispiel die Spülmaschine einfach auf den Mittag, wo dann viel Strom vorhanden ist. Und das führt natürlich dazu, dass wir irgendwie ein Verhalten bei den Menschen und zwar freiwillig erzeugen, was einfach der ganzen Energiewende sehr zuträglich ist. Der vierte Punkt, und das ist vielleicht sehr interessant für Sie, das ist, ich habe in meiner Community tatsächlich eine Umfrage erstellt und da ging es darum, wer hat eigentlich sein Balkonkraftwerk angemeldet? Und es haben 9000 Leute abgestimmt und 74% haben nicht angemeldet. Also 74% haben die Anlage nicht angemeldet, betreiben die praktisch ohne jegliche Anmeldung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und falls Sie jetzt denken, das mag an meinem Kanal liegen, an der Community, die ich habe, nein, das deckt sich auch mit den Forschungsergebnissen der HTW Berlin. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum tun die Leute das eigentlich nicht? Ich lese Ihnen hier einfach mal einen repräsentativen Erfahrungsbericht von einem studierten Energie- und Gebäudetechniker vor, der wirklich mehr als qualifiziert ist, eine solche Anlage anzuschließen. Er schreibt, ich habe mein Balkonkraftwerk beim Marktstammdatenregister und zusätzlich beim Versorger online angemeldet. Das Ganze alles positiv, alles unkompliziert und schnell. Einige Tage später bekam ich eine Mail mit der positiv geprüften Anmeldung und wurde gebeten, nachzuweisen, dass das Balkonkraftwerk mit einer unnötigen WLAN-Steckdose angeschlossen wurde und diese von einem Fachmann angebracht worden ist. Der Netzbetreiber forderte, einen Elektriker zu beauftragen, welcher bei ihm selbst zugelassen ist. Natürlich ist das Ganze ein sehr kostspieliges Unterfangen. Ich habe dann mit dem Netzbetreiber telefoniert, die Sachlage geschildert, aber dennoch bestand der Netzbetreiber auf dem teuren und unnötigen Besuch. Letztlich habe ich die Anmeldung dann zurückgezogen und betreibe meine Anlage jetzt ohne Anmeldung. Und das ist, glaube ich, ein relativ typisches Beispiel. Einige der von uns vorgeschlagenen Änderungen sind auch bereits in der Photovoltaikstrategie des BMWK als Ziel formuliert, wo es ja jetzt am 5.5. nochmal ein Update gab. Unsere Petition wurde natürlich vor der Veröffentlichung eingebracht und daher möchten wir den Rückhalt unserer von über 100.000 Menschen als selbiger nutzen, um diese Ziele wirklich schnell und sinnvoll auch im Parlament zum Konsens zu bringen. Im Laufe der Petition gab es auch noch weitere Themen, also zum Beispiel einmal der Umgang mit Balkonkraftwerken in Kundenanlagen, also nicht nur in Häusern, sondern auch in Kleingartenvereinen. Hier geht es uns darum, dass die Hausverwalterin in die Lage versetzt wird, über die Betriebskostenverordnung Strom genauso abzurechnen wie Wärme. Ebenfalls kommt natürlich die kostenlose Einspeisung oft zur Sprache. Ein Balkonkraftwerkbetreiber speist seinen überschüssigen Strom momentan kostenlos ein und erhält keine Vergütung dafür, was viele Menschen natürlich als unfair empfinden. Ich danke Ihnen. Nach der Rede war es jetzt so, dass halt Fragen gestellt werden konnten. Und die Reihenfolge danach war dann halt immer so. Einer aus der Runde, also von den Parlamentariern, stellte dann praktisch eine Frage an uns oder an den parlamentarischen Staatssekretär. Dann kam zuerst der parlamentarische Staatssekretär, ich nenne ihn jetzt einfach mal Stefan Wenzel, weil das mir zu lang ist, und danach dann wir dran. Also zum Beispiel könnt ihr hier sehen, ne, da war er dann dran. Jetzt, Herr parlamentarischer Staatssekretär Wenzel, bitte. Und naja,
dass er dann zuerst dran war, das war tatsächlich ziemlich gut, denn so konnte ich die Frage, die wir da bekommen haben, erstmal aufschreiben, also ich musste die wirklich erstmal eintippen, dann musste er mal ein paar Sekunden drüber nachdenken, dann konnte ich auch nochmal in den Unterlagen suchen, also wirklich ein bisschen recherchieren und noch echt schnell eine Antwort vorformulieren. Also ich war die ganze Zeit eigentlich nur so am Tippen wie so ein Irrer, das war halt super stressig auch. Und der Staatssekretär, der guckte uns dann halt auch immer so an und das hat mich halt so mega irritiert, weil ich dann da so am Tippen war wie so ein Bekloppter und ich wollte ja auch irgendwie nicht so unhöflich sein, dann immer so, und dann so hin und her, das war halt schon so ein bisschen ein Spagat und ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich konnte der Sitzung gar nicht so richtig zuhören, also ich habe mich wirklich immer so voll auf die Fragen konzentriert, aufgeschrieben, versucht dann irgendwie schon mal ein bisschen vorzuformulieren, einfach damit das ordentlich ist, was wir da antworten, also ich wollte da halt auch irgendwie ja so maximal kompetent halt sein, das war mir halt sehr wichtig. Jo, als nächstes kam dann die CDU-CSU dran und das war interessant. Was den zeitlichen Ablauf anbelangt, das habe ich eben gesagt, ist es sehr clever, denn diese Woche haben wir einen Antrag zu Balkonkraftanlagen bereits im deutschen oder Kraftwerken im Deutschen Bundestag. Es ist der Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Und wenn ich das so richtig alles hier interpretiert habe, ich habe ihn mir sehr genau angelesen, so sind doch da nahezu fast alle Dinge involviert, die auch Sie fordern. Und wenn ich den Herrn Staatssekretär dann auch die erste Frage übergeben darf. Ankündigungen, Herr Staatssekretär, gab es in dieser Sache natürlich schon sehr, sehr viele. Aber Ankündigungspolitik ist noch nicht umgesetzte Politik. Deshalb möchte ich Sie schon festnageln. Wann starten Sie hiermit mit dem Gesetzentwurf? Oder darf ich auch alle einladen, auch die Ampelkoalition, den Antrag der Union hier am 11. Mai in dieser Woche zuzustimmen? Dann haben wir das Ganze bereits abgeräumt. Es ist also ganz, ganz einfach, schlichtweg möglich, wenn man denn schnell was erzielen will. Was war da los? Naja, das klang ja erstmal alles ziemlich geil, denn die CDU-CSU sagte hier quasi, ja, wir haben schon einen Gesetzesentwurf, kommt Leute, jetzt die Tage unterschreiben und dann sind wir fertig mit der Sache. Ne? Also ich habe dann echt den Christian so angeguckt in dem Moment, dachte mir so, was? Okay. Klang aber erstmal total geil, weil wir haben gedacht, ja wunderbar, also die, wer denn den Entwurf dann einreicht, ist mir Hupe, ehrlich gesagt, Hauptsache es passiert. Ne? Wobei wir natürlich den Entwurf noch nicht gesehen haben und er sagte ja, fast deckungsgleich. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, aber wie gesagt, wir haben das Ding nicht gesehen, wir konnten es einfach gar nicht beurteilen in dem Moment. Und dann am nächsten Tag, das fand ich halt krass, dann war dieser Programmpunkt im Bundestag einfach weg. Also als wäre nichts gewesen, ne? Also einfach wieder entfernt. Und ehrlich gesagt glauben wir so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht beweisen, dass das halt auch so ein Stück weit Theater war. Gut, keine Ahnung, was das sollte, vielleicht war es auch irgendwie einfach Pech und hat nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Was ich aber noch mal ganz deutlich hervorheben möchte, ja, die Vorarbeit, die hat hier stark mit Timon Gremmels der SPD und dem BMWK stattgefunden. Und Chantal Kopp von den Grünen hat uns ebenfalls stark unterstützt. Ja, also hier einfach mal Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich will hier vermeiden, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Denn die Leute haben uns wirklich supportet und die haben es auch verdient, dann irgendwie genannt zu werden. Ja, Timon Gremmels und auch Chantal Kopp waren auch tatsächlich dabei bei der Sitzung. Das hat uns auch mega gefreut, weil wir halt, wie gesagt, schon ein bisschen Kontakt vorher hatten. Oder insbesondere dann meine Kollegen halt hatten sehr viel Kontakt zu der ganzen Unterstützung. Kommt aber gleich noch mal ein bisschen mehr, denn hier gab es leider auch negative Beispiele aus der Politik, die ich persönlich irgendwie auch ein bisschen scheiße fand. Aber okay. Nächster Punkt. Jetzt kam die AfD an der Reihe und ich war echt schon so voll im Kampfmodus. Ich dachte halt, okay, jetzt kommen krasse Fragen, populistisch und die greifen uns vielleicht auch ein bisschen persönlich an oder so. Aber dann kam das. Vielen Dank auch von meiner Seite. Gestatten Sie mir, Herr Dr. Schmitz, dass auch ich Ihnen danke für das Einreichen der Petition, weil ich sehe das auch als einen guten Weg an, um Positionen zu beziehen, außer alle 4 Jahre ein Kreuz zu machen, ist das vielleicht auch ein größerer Schritt in Richtung Demokratie. Mit den steigenden Energiepreisen interessieren sich natürlich immer mehr Menschen für sogenannte Balkonkraftwerke oder auch so kleine Mini-Insellösungen, die ich selber zu Hause auch betreibe. Bei den Strompreisen wird das ja teilweise auch wirklich effektiv. Theoretisch haben wir auch schon drüber gesprochen, kann man die Energie auch in das Stromnetz einspeisen, was allerdings noch sehr kompliziert ist. Und ich habe da 2 Fragen zu dem Thema an den Herrn Staatssekretär.
Die erste ist, warum sind die Forderungen der Petenten bis heute eigentlich noch nicht umgesetzt? Die Regierung kriegt ja immer eine sehr hohe Endorphinausschüttung bei Photovoltaikanlagen. Von daher wundert es mich, dass da noch keine Umsetzung erfolgt ist und eine solche Petition überhaupt erst eingebracht werden muss. Da stellt sich ja, kann man ja fast zynisch die Frage stellen, ob Energiewende nur Spaß macht, wenn es für den Bürger mehr Geld bedeutet, was er ausgeben muss. Und die zweite Frage ist, was will denn die Bundesregierung unternehmen, außer natürlich dem CDU-Antrag jetzt zeitnah zuzustimmen, um die Einspeisung und den Verkauf von selbst erzeugten Strom einfacher und sicherer zu machen? Dankeschön. Ja, okay, er hat selbst ein Balkonkraftwerk und er findet das Ganze super und cool. Also mir ist echt die Kinnlade runtergefallen, denn ich habe einfach mit viel krasseren Fragen da gerechnet, muss ich zugeben. Er hatte dann später nochmal so eine Frage zur Amortisation gestellt, weil wir da so eine Zahl genannt haben. Dann habe ich ihm das nochmal erklärt, wo die herkommt, also die Zahlen und so weiter. Und dass das natürlich von ganz vielen Faktoren abhängt, also von den Kosten der Anlage, Winkel, Standort und so weiter. Und auf unser kostenloses PV-Tool hingewiesen und ihm dann auch gesagt, dass wir da jederzeit auch gerne Hilfe leisten, wenn es darum geht, immer gerne. Ist mir auch völlig egal, wer da bei welcher Partei ist. Ja, während er sprach, bekam ich dann noch eine Nachricht, dann aufs Handy, echt so, ich gucke da so drauf und dann steht da auf einmal, dass da irgendeiner Vereinigung ist, welche vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, aber ja, keine Ahnung, was weiß ich, ist jetzt halt so, was sollte ich dann mit der Information in dem Moment anfangen? Es war jetzt eher irritierend. Ja, dann kam die FDP und bevor das losgeht, ein ganz kurzer Hinweis, ja, damit man das mal irgendwie versteht, wo das Problem vielleicht so ein bisschen lag. Christian und ich hatten 2 Minuten zum Antworten und da oben war eine fette Uhr, ja, also wir haben das auch gesehen, wie die tickte quasi. Und wir haben immer ein bisschen überzogen, also und da wurde auch gar nicht gestresst oder so, die waren eigentlich sehr, sehr freundlich und ich glaube, da war wirklich dann jetzt eher die Debatte im Vordergrund, aber ich glaube, wenn es zu lang gewesen wäre, hätten wir vielleicht dann auch doch nochmal einen freundlichen Hinweis darauf bekommen. Na, jetzt mal bitte weiter. Also, wir hatten quasi 2 Minuten zum Antworten, das ist der Punkt. So, und dann hören wir mal zu, was er alles für Fragen stellt. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Dr. Schmidt, Sie merken, Sie rennen hier offene Türen ein. Wir sind alle positiv in die Richtung gestimmt. Gleichwohl ist Ihr Antragskatalog, wirft mehr Fragen auf, als wir Antworten finden gleich in dieser Stunde. Deswegen versuche ich mal, so ein paar Fragen zusammenzustellen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, weil es so viele sind. Sie sprechen von zwei Richtungszählern, dass Smart Metering stärker verbaut werden muss. Mein EVU sagt mir, die können gar nicht liefern. Die wissen gar nicht, wo sie die Geräte hernehmen sollen. Wie wollen sie das Problem lösen? Bei der ersten Frage, ich habe mir gedacht, hat er mich jetzt gerade wirklich gefragt, wie wir die Smart Meter besorgen wollen? Ich dachte mir innerlich, ich baue zu Hause leider keine, sonst würde ich ja echt gerne aushelfen, wäre gar kein Thema, mache ich sofort. Aber ich befürchte, da kann ich euch nicht wirklich helfen, das ist auch einfach nicht mein Problem. Und ja, da habe ich mich irgendwie an dieses Tempolimit erinnert, ja, wo dann das Problem ja auch mit den Schildern da war, also nicht genug Schild war. Und da dachte ich mir irgendwie, ja, okay, das sind echt schlimme Zustände hier. Also das fand ich irgendwie, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht habe ich die Frage aber auch falsch verstanden, keine Ahnung. Aber es ging noch weiter. Lösen. Dann Netzentgeltverzicht. Wie stellen Sie sich Ihre Einspeisevergütung konkret vor? Und wer bezahlt dann die Infrastruktur des Elektroversorgungsunternehmens, des EVUs? Wie geht man damit um? Was sagt die VDE dazu? Ich meine, ich weiß, dass Sie beim VDE etabliert sind, dann vielleicht können Sie dazu was sagen. Gleichzeitigkeitsfaktor, Netzauslastung. Die Sonne scheint für alle gleichzeitig. Der Herd wird zu unterschiedlichen Zeiten angemacht, aber die Sonne knallt immer zur gleichen Zeit und alle pulvern rein. Und alle Photovoltaik- und Dachanlagen und Balkonanlagen liefern gleichzeitig in die Netze rein. Der Netzbetreiber ist unter Umständen gar nicht so schnell in der Lage, alles runterzuregeln, weil die Sonne scheint. Und da kommt eine Wolke, da muss er wieder hochfahren. Wo ist denn da das Problem, was wir lösen könnten, um da näher zu können. Eigentlich müsste dazu ja Smart Metering sein, um derjenige dann gesagt hat, du darfst jetzt nicht einspeisen. Also da hätte ich gerne von Ihnen eine Antwort. Jo, dann habe ich mir gedacht, okay, ich beantworte dann einfach mal die letzte Frage und mal sehen, ob Christian noch eine andere erwischt hat, denn ich habe es echt nicht geschafft, die alle mitzuschreiben. Ne? Also ich war da wirklich, ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft. Also er hat ja wirklich eine nach der anderen rausgehauen und ich habe mir gedacht, wie soll man das denn jetzt so schnell hinkriegen? Ne?
Ja, aber Christian konnte ja tatsächlich auch noch eine beantworten. Okay, ne? Hier kommt nochmal unsere Antwort, das ist vielleicht auch interessant für euch. Genau, ich würde gerne auf die technischen Punkte kommen und würde dann die anderen Sachen meinem Kollegen überlassen. Also dieser Gleichzeitigkeitsfaktor und die Netzauslastung, das ist etwas, wo ich mich mit Professor Bruno Burger sehr lange unterhalten, aber ich einen Punkt sehr spannend finde. Also es ist ja grundsätzlich so, wir sprechen ja hier dann von dem Niederspannungsnetz, wo wir uns da befinden. Und da muss man jetzt natürlich unterscheiden zwischen einer großen PV-Anlage und einer kleinen Balkonkraftwerk. Also Sie werden wahrscheinlich mit Balkonkraftwerken es nicht schaffen, das Niederspannungsnetz irgendwie so stark zu belasten, dass es da irgendwie ernsthafte Probleme gibt. Wobei wir halt darüber gesprochen haben, dass es hier einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. Da muss man etwas aufpassen. Also ein Netzausbau auf dem Land könnte also eher passieren, weil wir dort zum Beispiel eher auf kleinere Lasten ausgelegt sind. Das Niederspannungsnetz ist dort für kleinere Lasten ausgelegt. Und wenn man jetzt überlegt, dass da dort große Bauernhöfe stehen, die sehr viel einspeisen, da kann es natürlich irgendwie passieren, dass wir dort irgendwie ausbauen müssten. In den Städten war zumindest die Aussage von Professor Burger und ich habe auch einen Elektromeister gefragt, der bei RWE arbeitet. Und beide waren der Meinung, dass das in den Städten zum Beispiel gar kein Problem ist. Also zumindest Balkonkraftwerke. Wir müssen jetzt hier immer unterscheiden. Also das ist einfach, die Leistung ist hier viel zu klein. Genau, die anderen Punkte würde ich dir überlassen. Das sind wirklich sehr viele Fragen. Ich hoffe, ich gucke, was ich tun kann. Ja. Was das Thema Vergütung angeht, der Kollege Dr. Schmitz hat es ja schon angesprochen, so eine Art Net Metering Light wäre eine interessante Idee. Da gibt es gute Ideen schon, sage ich mal, in Dänemark, in Belgien, dass man sagt, der eingespeiste Strom, der Erzeugungsanteil davon, der wird einem bei der Stromrechnung gutgeschrieben. Die Netzentgelte bleiben außen vor. Die werden weiterhin berechnet. Solche Ideen könnte man sich überlegen, um einfach diese Finanzierung weiterhin aufrechtzuerhalten. Man muss aber auch dazu sagen, der Gerechtigkeit halber, man belastet ja das Netz nicht mit dem Strom, der da erzeugt, sondern der wird ja direkt da verbraucht. Und auch der eingespeiste Strom läuft ja nicht dann irgendwie von Stuttgart nach Hamburg, sondern der läuft in den Nachbarhaushalt. Also ein verstärkter Netzausbau an der Stelle ist für diese Kraftwerke, um den Strom dann irgendwo hinzuleiten, gar nicht notwendig. Und für den tatsächlich verbrauchten Strom, der weiterhin vom Kraftwerk kommt, das Balkonkraftwerk reicht nicht, um sich autark zu machen, da bezahlt man ja weiterhin seine Netzentgelte. Also das ist einfach mal in Relation zu betrachten und dann ist dieses ganze Problem auch gar nicht mehr so groß, selbst wenn die große Masse an Geräten dann irgendwann am Netz ist. Und als allerletzten Punkt nur noch mal bei dem WLAN-Stecker, um das noch mal abzuschließen. Wir haben bereits jetzt die Ansage auch vom VDE-Vorsitzenden, dass da eine Duldung absolut sinnvoll ist. Und die ganzen technischen Hintergründe dazu, auch bei uns im Normungskreis, sagen ganz klar, dass ein Schutzkontaktstecker mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, die dazugehören, wunderbar nutzbar ist, ohne dass da ein erhöhtes Risiko entsteht. Ja, das waren jetzt so im Großen und Ganzen so die wichtigsten und vielleicht auch witzigsten Punkte, die da irgendwie stattgefunden haben. Die gesamte Sitzung könnt ihr, wie gesagt, unten bei diesem Link halt finden. Ich fand es insgesamt sehr positiv und es hat auch eigentlich Spaß gemacht, würde ich sagen. Und ich hatte den Eindruck, dass wir da auch ein bisschen Aufklärung leisten konnten, also wirklich nochmal ein paar Dinge erklären und so weiter. Also ich habe es als sehr positiv empfunden und sehr konstruktiv. Deswegen fand ich die Sitzung sehr, sehr gut und habe mich echt gefreut. Und ich weiß, dass Christian das genauso empfunden hat. Also ja, da erstmal auch ja, irgendwie danke dafür. War auch schön, dass man da mal gehört wurde einfach. Fand ich gut. Ja, ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, diese ganze Schiene erstmal nicht weiter zu verfolgen. Und jetzt natürlich die Frage, warum. Mag vielleicht für den einen oder anderen übertrieben klingen, aber vorher war ich halt in Karlsruhe bei der WISCON, also Wissenschaftskommunikationskonferenz, und auch bei Christian Scharun mit meiner Familie halt zu Besuch. Und am Sonntag bin ich dann von Karlsruhe mit dem ICE nach Berlin gefahren. Meine Frau und die Kids sind dann in den Zoo und bei der Verabschiedung fragte ja, mein 4-jähriger Sohn halt, wo ich dann hingehe und habe ihm dann versucht irgendwie zu erklären, der versteht das natürlich noch nicht so richtig. Aber am Ende hat er dann halt mega geweint und meinte dann irgendwie nur so, boah, geh doch nicht zu den doofen Leuten und so, geh doch mit uns in den Zoo. Und boah, das war schon hart, also muss ich echt sagen, also finde ich auch jetzt noch scheiße. Und 10 Minuten später hat er es natürlich dann wieder vergessen und habe ich eine Nachricht gekriegt, alles wieder okay und die Tiere waren dann noch spannender. Aber ich habe dann natürlich zu Hause irgendwie die ganze Zeit drüber nachgedacht und auch die ganze Zeit, als ich da war, selbst in der Sitzung, ist mir das irgendwie immer wieder in den Kopf reingekommen. Vermutlich muss man sich hier auch ehrlich einfach die Frage beantworten, also nur für dich selbst. Und für wen machst du das eigentlich? Und
Ja, da bin ich ehrlich, ich weiß es nicht so richtig. Also sicherlich auch ein Stück weit fürs eigene Ego. Also ich glaube, da würde ich mir einen vorlügen, wenn ich sagen würde, ist jetzt alles nur vollkommen altruistisch, bestimmt nicht. Und ja, aber irgendwie bestimmt auch eine bunte Mischung. Ich weiß es irgendwie nicht so richtig. Schwer, echt schwer zu sagen. Ich weiß nur eins irgendwie total sicher. Am Ende gehöre ich zu meinen Jungs und zu meiner Frau und alles andere ist am Endeffekt dann unwichtiger. Und deswegen ist das auch so ein Punkt einfach, dass ich nicht noch mehr da drauf packen will, dass ich dann jetzt sage, okay, das ist so eine Grenze, die reicht jetzt, ne? Also mehr geht einfach nicht. Es gab auch einige Angebote, sich irgendwie politisch weiter zu engagieren, von mehreren Parteien tatsächlich, also fast von allen. Allerdings immer so ein bisschen mit dem Charme für unsere Partei. Ne? Also klar, gehört irgendwie dazu, verstehe ich auch. Ne? Das kann man denen ja nicht zum Vorwurf machen. Die sagen ja nur, ne, wir sind halt, was weiß ich, jetzt die SPD oder die CDU oder was auch immer. Hast du nicht Bock, uns da ein bisschen zu supporten oder so bei dem Thema? Also was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Also kein Vorwurf an der Stelle. Ne? Und am Ende stand dann sogar noch so ein mögliches Foto. Das war so ein bisschen Fragezeichen mit Habeck im Raum. Ne? So als Dankeschön haben sie es gesagt für unsere Arbeit. Auch mit dem Hinweis darauf, dass das BMWK es halt super findet, dass wir halt anpacken oder so konstruktiv probieren und nicht halt nur am Meckern sind. Ich fand das einen schönen Satz tatsächlich und auch sehr wertschätzend. Also ich habe mich da eigentlich drüber gefreut, muss ich zugeben. Trotzdem lehne ich das alles dankend ab. Und das jetzt nicht aus Respektlosigkeit oder irgendwie böse gemeint, aber ich bin dann doch, glaube ich, am Ende eher neutral beziehungsweise so Team Science. Und ich glaube, dass ich am meisten bewirken kann, wenn ich weiterhin Videos mache und den Menschen halt zeige, wie man irgendwie vieles selber angehen kann und dann mit wenig Geld viel erreichen kann. Und das einfach mit den eigenen Händen und mit angewandter Wissenschaft halt. Zudem ist es extrem wichtig, vor miesen Produkten und Angeboten zu warnen, wie ich finde, denn da geht im Moment richtig, richtig viel Mist ab. Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt mit teilweise ziemlich üblen Angeboten und echten Schrott. Und ich mache mir da echt Sorgen, dass viele Menschen am Ende echt zu Unrecht enttäuscht werden, weil einige, sehr wenige sich halt jetzt hier irgendwie bereichern wollen. Aber dank toller Menschen wie Professor Krauter zum Beispiel von der Uni Paderborn können wir euch hier aufklären und vor miesen Angeboten warnen, weil wir die einfach durchmessen und sagen können, das ist halt Mist. Alles, was jetzt hier passiert ist, das war eigentlich gar nicht mein Verdienst. Also Christian Ofenhäusle und auch der Verein Balkonsolar und da ganz besonders Sebastian haben hier schon seit sehr langer Zeit viel Vorarbeit geleistet, also links zu den beiden unten, mit den Abgeordneten geschrieben, gesprochen und die fleißig beackert, da sind schon echt lange dran, ne, und sich auch mit dem ganzen Kram richtig tief auseinandergesetzt. Und die Petition war jetzt praktisch nur der Höhepunkt des Ganzen. Also ich war quasi nur kurz dabei und konnte den engagierten Menschen da jetzt mit meiner Reichweite einfach helfen. Und es fühlt sich für mich auch irgendwie nicht richtig an, dass ich da jetzt so viel Lob ernte, denn mein Beitrag war letztlich gar nicht mal so groß. Ja, auch wenn es mich in dieser kurzen Zeit, wo ich jetzt dabei war, halt sehr, sehr viel Kraft gekostet hat und ich da auch echt viel Kraft investiert habe, so würde ich halt sagen, die große Arbeit kam eigentlich von denen. Nach der Sitzung war ich dann am Samstag darauf bei einem Dreh mit Stern TV und es war relativ anstrengend, denn ich war erst um 23 Uhr zu Hause. Aber es war auch schön, weil wir haben irgendwie so einem jungen Paar hier so ein Balkonkraftwerk eingebaut und es war halt alles super sympathisch. Und das Team war super witzig auch, also es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich echt sagen, war cool. Und einen Tag später hatten die mich dann halt angerufen und dann gesagt, dass die beiden das Balkonkraftwerk abbauen mussten, weil sich halt andere Mieter beschwert haben. Ja, das war dann mal wieder so viel zum Thema, ne? Also irgendwie krass. Und deswegen halt die Geschichte der Balkonsolarpetition werde ich natürlich noch weiter verfolgen und auch noch unterstützen, wenn es denn nötig werden sollte. Aber die Sache ist bei den Jungs und Mädels vom Verein Balkonsolar und auch bei Christian Ofenhäusler wirklich schon in super Händen. Aber auch Abgeordnete wie Timon Gremmels oder Chantal Kopf, die hier einfach aus Überzeugung geholfen haben und absolut nichts dafür haben wollten, das macht mir echt Hoffnung. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir jetzt genügend Druck ausüben konnten, damit jetzt einfach mal was passiert. Denn wenn eine der stärksten Petitionen im Bundestag das bei einem so einfachen Thema nicht schaffen kann, dann muss ich zugeben, würde das mein Vertrauen in die Politik, das würde dem echt schaden. Okay, das war's soweit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Akku-Doktor. Ciao.